Jetzt gibt es ein Tageswort. In dem Tageswort soll es über meine Videoproduktion von gestern gehen, um meine neuen Erkenntnisse und und die Gliederung. Okay. Ja, hallo, hier ist also wieder Klaus und heute ist der 27.12., der zweite Weihnachtsfeiertag und wir haben jetzt 10 vor 11. Gestern habe ich 8 Videos gemacht, überwiegend Tab-Videos auf dem Tablet, also mit dem Tablet hochgeladen und zwar auch überwiegend Spiele-Apps, weil ich jetzt auf dem Spieletrip bin und versuche also mit den Spielen klarzukommen und bisher habe ich wenig Spiele-Apps auf dem Rechner gehabt. Sudoku war mein Hauptfavorit und ansonsten eigentlich kaum Videos dazu, kaum Apps dazu und das hole ich jetzt nach. Jetzt versuche ich also mich da in die App-Welt hineinzudenken und versuche einfach mal verschiedene Apps auszuprobieren, wie die funktionieren und tue mich damit teilweise auch schwer. Ja, also so die Favoriten momentan sind natürlich dieses Mahjong oder Mahjong und dann habe ich Word Connect. So ein witziges Spiel, wo es darum geht, aus Buchstaben dann so 4 oder 5 buchstabige Wörter zu bilden. Und da bin ich selber manchmal am Knobeln, was das für ein Wort sein könnte. Auch als Älterer. Ja, und jetzt werde ich mal hier den Zoom ein bisschen ranholen. So, ja. Genau. Ich experimentiere jetzt immer noch hier so ein bisschen. Also morgen, dann habe ich so eine Motorrad-App, so eine Rider-App. Ich glaube, das Spiel nennt sich Traffic Rider oder so. Da habe ich schon 7 Euro für bezahlt und bekomme dann dafür irgendwelche Dollar- und Goldkarten. Und damit kann man dann irgendwas kaufen. Was genau, weiß ich noch nicht. Und die App habe ich noch nicht verstanden. Ich bin noch einmal Kundin und lasse sie auch daran teilhaben, wie ich das erkunde. Ja, weitere App ist so eine App über so eine Rohrverlegung, so ein kniffliges Knobelprogramm, wo man dann quasi eine Kugel von einem Ausgangspunkt zu einem Zielpunkt verlegen muss und dann rollt die Kugel dann durch ein Ziel. Also das finde ich auch ganz gut als Spielidee und ist auch von der Farbe her angenehm. Nicht so viel Werbung drin. Das finde ich auch gut. Das probiere ich auch aus und stelle es auch vor. Ja, also das war so, Klaus ist also im App-Fieber oder im App-Spiele-Fieber. Und der zweite Punkt ist, dass ich jetzt dahinter gekommen bin, meine Videos nicht mehr in einem Stück rauszuhauen, wie ich das bisher so gemacht habe, sondern dass ich so verschiedene Abschnitte mache. So einen Abschnitt vielleicht Einleitung, einen Abschnitt Kanalvorstellung, die mit der Klappe und dann kommt noch so eine Gliederungsteil, den habe ich heute weggelassen und dann kommt der Hauptteil und dann sollte vielleicht auch noch ein Schlussteil kommen. Also, dass ich mein Video aus mehreren Einheiten zusammensetze und aufbaue. Ein Teil hat man dann vielleicht schon vorproduziert und so möchte ich also die Videoproduktion mehr in so Strukturen überleiten, überbringen, dass ich also versuche, strukturell zu filmen, zu Video zu arbeiten, ist mir zwar jetzt nicht so
geläufig und gewöhnungsbedürftig, aber gut, man lernt ja. Ich sag mal, Videos so raushauen, das habe ich ja jetzt schon genug gemacht. Davon gibt es jetzt schon 1800 und ja, ich spiele jetzt hier wieder mit dem Zoom, mein neues Spielzeug hier und deswegen muss man jetzt mal die Vorgehensweise etwas ändern, habe ich mir gedacht und das mache ich jetzt auch. Also das Problem ist, erstens mal brauche ich beim Tablet, ich kann besser mit dem Tablet arbeiten, als es hier. Im Moment nehme ich mir der Mavic auf, mit dem Mavic Camcorder 1980 und der bringt zwar Full HD, aber ich nehme nur in HD auf, damit die Videos nicht so groß werden, so riesengroß. Dann arbeitet der Rechner so lange daran und das dauert dann Ewigkeiten, das umzuwandeln. Ja, dann wird diese Mavi-Datei, die nimmt also jetzt den Ton über das Lavalier-Mikrofon auf. Ich habe also ein Lavalier-Mikrofon hier angesteckt, hier. Ja, und was ist das? Jetzt habe ich hier ein Bild drin. Ja, okay. Jetzt kam gerade da so eine Einblendung, die mich irritiert hat. Ich weiß nicht, die Batterie leer, schon leer oder? Weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Nee, Batterie scheint noch voll zu sein. Also da war jetzt gerade so eine Einblendung und das hat mich jetzt hier irritiert. Ja, die Mavi habe ich jetzt noch nicht so lange, von daher tun sich immer noch Wunder auf. Wunder der Bedienung oder Wunder der Fehler oder. Also von daher ist das noch nicht keine Routine hier mit der Mavi. Und heute habe ich also überhaupt erstmal versucht, mit dem Mavi auch ein Küchenvideo zu machen. Ob ich damit jetzt bessere Küchenvideos, bessere über vegane Gerichte etc. machen kann, das werde ich noch weiter beibehalten.